Okay, er ist da jetzt auf jeden Fall unsichtbar in der Base. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Lang ist das letzte Video dazu her. Ihr habt es euch immer wieder gewünscht. Heute ist es endlich soweit. Es gibt wieder Handcam. Freunde, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lass doch mal so hier eine Runde gewinnen, oder? Oh mein Gott, Combo, let's go. Bleibt daher unbedingt bis zum Ende dran und schreibt einen Kommentar, mit welcher Tastatur ihr Minecraft spielt. Liked außerdem das Video und lasst ein Abo da, um mich kostenlos zu supporten. Vielen Dank an alle, die das Ganze schon gemacht haben. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Yo, Freunde. Und damit ein ganz herzlich willkommen zum weiteren Video. Ihr habt es euch so lange und so oft gewünscht und deswegen gibt es heute Handcam. Und vorab an alle, die fragen, die Kamera ist die Logitech C920. Und ich habe zwar keine Ahnung, wie das Stativ heißt, mit dem ich die Handcam befestigt habe, aber ist auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen schaut doch mal vorbei. Das hier ist die Rocket Cane 120 oder so war das, glaube ich. Und das hier als Tastatur ist die Rocket TKL Pro. Und ich würde sagen, ab in Runde Skywars. Freunde, erste Runde hier direkt auf der Map Breon. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Mitte. Aber hier sind sehr, sehr viele, okay? Und ja, in den meisten Kämpfen butterfly ich, beziehungsweise auch beim Bauen. Ab und zu jitter ich auch ein bisschen, aber hauptsächlich eigentlich butterfly. Okay, und da oben ist auf jeden Fall direkt schon der erste. Und der stormt uns, aber ich würde sagen, den bekommen wir, let's go. Dann machen wir uns noch schnell eine Rod. Zack, 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 perfekt. Und hier ist direkt der nächste. Moin, was geht? Und da will noch einer cleanen, aber vielleicht können wir auch ihn bekommen. Aber der cleant auf jeden Fall. Okay. Oh, let's go, perfekt. Und jetzt versuchen wir mal, ihn hier zu killen. Vielleicht wird das ja was, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird nichts, tatsächlich. Okay, wir haben uns gesaved. Kommt er? Ja, er kommt und ist tot. Perfekt. Jetzt lebt auf jeden Fall nur noch einer und der chillt da unten. Ja, perfekt. Und ich bin zwar noch recht low, aber wir können ja mal gucken, was er hier Schönes veranstaltet. Und da ist er auf jeden Fall. Haben wir ihn OP-webbed? Ne, ich glaube nicht. Oh nein, er konnte sich rauspacken. Gott, oh Gott, oh Gott. Saved, saved, saved. Das war auf jeden Fall gerade nicht so schlau. Wir gehen... Ah, perfekt. Neue Runde, neues Glück. Diesmal wieder mit dem Enderman-Kit. Und wir gehen wieder instant in die Mitte. Let's go. Und wir sind alleine. Perfekt. Besser kann es ja nicht sein. Und auch beim Truhenlooten finde ich das Butterflyen eigentlich ziemlich hilfreich. Weil man dadurch meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich schnell looten kann. Zumindest wenn man es kann. Okay, wenn der jetzt trifft, das wäre nice. Oha, oha. Let's go. Digga, was ist gerade hier los, hä? Okay, und der hat eine Sense, da müssen wir aufpassen. Oh mein Gott, Digga, wie weit fliege ich denn bitte? Freunde, nächste Runde hier auf der Map Palermo. Und diesmal habe ich aber das MLG-Kit. Weil ich habe gerade über Bock auf einen nicen MLG-TNT-Boost. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir hier einen krassen TNT-Boost auf. Und ich würde sagen, TNT-Boost in 3, 2, 1, let's go! Okay, gut, das war jetzt nicht so spektakulär und ich habe sogar verkackt. Oha. Aber dafür können wir jetzt die hier killen, beziehungsweise abstauben. Komm, Mate. Und jetzt kommt der andere von hinten. Den haben wir aber. Den Stuff gönne ich mir und dann bin ich ganz schnell weg. Perfekt. Aber ich würde sagen, wir tryen das Ganze nochmal und diesmal wird es auf jeden Fall besser. Zack, 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 zack. Und ich würde sagen, riesen TNT-Boost in 3... 2, 1, let's go! Okay, der war jetzt auch nicht so groß, aber egal. Können wir maybe hier hochgehen? Oh mein Gott! Lol, oha! Lass den jetzt mal killen, oder? Das wäre nice. OP-Web? Nee, schade. Er ist ein Gap. Wir haben keinen, schade. Ey, das wäre so cool, wenn wir ihn jetzt bekommen könnten.
Komm, bitte, bitte, bitte. Aber ich glaube, er ist genau wie ich relativ low. Bitte, bitte, bitte. Komm, 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 gönn. Bro, der muss doch sowas vom One-Hit sein, oder? Und er ist down. Oha, let's go. Hier drüben ist der letzte. Vielleicht können wir den auch noch bekommen. Oder auch nicht. Perfekt. Er hat ein Herz. Nein. So, Freunde, jetzt hier auf jeden Fall nochmal in einer kleinen Runde Bad Wars auf Hypixel. Und als allererstes müssen wir natürlich unbedingt das Bett einbauen. Zack, 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 zack. Perfekt. Aber auf jeden Fall kann ich euch mal zeigen, wie ich hier fast switche. Und zwar eigentlich ganz normal. Und jetzt müssen wir direkt mal unseren Nachbarn killen. Oha, können wir auch schon direkt sein Bett bekommen? Ja, let's go. Ah, schade, wir sind tot. Aber egal, Bett ist weg und das ist das Wichtigste. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt versuchen, ihn hier zu killen. Perfekt, let's go. Ich glaube, wir haben ihn. Okay, Eisenrüstung ist auch am Start, sehr nice. Okay, hier ist er auf jeden Fall. Vielleicht können wir ihn kommen, sehr, sehr nice. Sein Bett ist auch nicht so gut eingebaut. Das heißt, theoretisch könnten wir das schaffen. Zack, zack. Und wir gehen auf jeden Fall erstmal runter und versuchen, ihn so zu bekommen. Und das war ja mal gar nichts, hä? Okay, er kommt jetzt hier. Wir müssen gucken, dass er nicht bis zu unserem Bett kommt. Aber er sollte down sein, I guess. Okay, hier ist er. Ah, aber er hat unser Bett abgebaut. Schade. Wir konnten ihn zwar noch bekommen, aber unser Bett ist weg. Es hat doch jetzt nur noch blauen Bett. Der Gelbe hat auf jeden Fall Dia-Rüstung. Wäre aber nice, wenn wir ihn trotzdem bekommen. Oh mein Gott, Combo, let's go. Und hier kommt direkt der Nächste. Aber können wir auch ihn bekommen? Let's go. Oha, sehr, sehr nice. Jetzt lebt auf jeden Fall nur noch Team Blau. Das Problem ist nur, er hat noch ein Bett. Zack, Leiter-MLG. Und wir müssen gucken, dass er keine Feuerkugel hat. Weil sonst wäre das Ganze nicht so nice. Ich glaube, er hat Unsichtbarkeit, er hat Unsichtbarkeit. Das ist nicht so gut. Und er hat Feuerkugeln. Noch schlechter. Okay, er ist da jetzt auf jeden Fall unsichtbar in der Base. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott. Können wir bitte einfach nicht darüber reden? Danke. Egal, vergessen wir das Ganze einfach. Let's go. Neue Runde. Und ich kann euch jetzt hier ja mal zeigen, wie ich normal fast bridge. Und so sieht das Ganze dann aus in der Handcam. Zack, 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 zack. Perfekt, wir sind schon direkt drüben. Und ich würde sagen, wir killen ihn und holen sein Bett. Let's go. Sehr gut, sehr gut. Wir warten noch, bis er respawnt und dann versuchen wir nochmal zu killen. Ah, schade. Okay. Jetzt müssten wir aber eigentlich ihn gut stompen können hier. Und dann haben wir ihn. Let's go. Freunde, wisst ihr, was ich jetzt mache? Lass doch mal so hier eine Runde gewinnen, oder? Und wir können hier jetzt auch schon direkt mal bauen, so ausprobieren. Und ich glaube, das geht actually fit. Oha. Aber irgendwie ist so der Radius eingeschränkt hier, in dem ich meine Maus bewegen kann. Deswegen muss ich immer so machen. Okay, unser Bett ist leider down. Aber ich versuche auf jeden Fall jetzt dein Bett zu killen. Was? Okay, perfekt, perfekt. Gap. Und wir müssen ihn wieder killen. Hoffentlich klappt das. Oha, einfach Combo, was? Zack, Goldapfel. Und nochmal killen. Junge, der Arme, oha. Zack, zack. Goldapfel. Hä? 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 Ja, gut, ne? Ich habe jetzt nicht verstanden, warum er auf einmal unsichtbar war. Aber egal. Ja, okay, das Ganze hat jetzt nicht so gut geklappt mit dem Maus und Tastatur überkreuzt. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst unbedingt ein Abo da. Like das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.